Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Kyrandia Teil 1. So, Zantir hat uns ja gesagt, wir sollen Wasser holen gehen. Ja, aber unser böser Hofnarr Malcolm hat eine Kugel geklaut. So, wir brauchen eine Kugel. Ich habe mal so unsere gesammelten Werke hier abgelegt, von denen ich denke, dass wir die so akut nicht brauchen werden. Der Schlüssel ist ja noch relativ neu. Ja, die Eisrolle kann eigentlich auch hier bleiben. Was sollen wir damit? So. Jetzt haben wir noch die Flasche fürs Wasser und den Schlüssel. Und dann gehen wir mal schauen, wo wir Malcolm finden, beziehungsweise diese Laterne, Lampe oder was auch immer er da geklaut hat am Brunnen. So, hier konnte man ja über nur geradeaus gehen. Das ist auch weiterhin so. Ich glaube, dann am Brunnen konnten wir verschiedene Richtungen einschlagen. Ja. Der sieht gerade nicht so frisch aus. Mir fällt hier gerade was auf. Hier. Aber nee, das kann man nicht anklicken. So, wir können runter, hoch und links gehen. Gehen wir jetzt erstmal runterschauen. Was ist denn das? Endlich hat jemand eine Haustür. Haustüren sind der Running Gag in dem Spiel. Vor allen Dingen Schilder und Haustüren. Passt da unser Schlüssel? Scheinbar nicht. War ein Versuch wert. Kann man dann anklopfen oder so? Ist keine Option, Brandon? Scheinbar nicht. Okay, er ist einfach nur glücklich, dass jemand eine Haustür hat. Supi. So, das sieht einfach nur wieder nach Waldbildschirm aus. Ist was Dunkles? Nee. Nach oben können wir auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen nach unten weiter. Ja, das ist quasi fast derselbe Bildschirm. Okay. Ja, den Bildschirm kennen wir eigentlich auch schon mal. Den Stein hatte ich auch schon mal angeklickt. Da ging es nicht, den Stein anzuklicken. Ich versuche es jetzt nicht wieder. Jetzt ins Unendliche oder kommt da irgendwann nochmal was? Okay, das ist jetzt wieder der gespiegelte Bildschirm von vorhin. Dann gehen wir nach oben. Machen einen idyllischen Waldspaziergang. Den Stein geklickt, aber ist nur Deko. Dann gehen wir weiter. Wieder Ende im Gelände. Oh, hier ist was. Hier sind Dinge. Oh, mit einem schönen Regenbogen. Sagt aber nichts zu. Ich klicke mal wild rum. Hoffentlich muss man dem Wasser nicht auch wieder irgendeinen Pixel finden. Das hat nämlich beim Edelstein ein bisschen gedauert. So, das. Die Blaubeeren sind auf jeden Fall klickbar. Nimm mal eine Probe Blaubeeren mit. Sonst konnte ich da jetzt nichts klicken. Den Rister? Nee. Okay, dann gehen wir weiter spazieren. Ich wollte jetzt systematisch die Zeile ablaufen, aber Spiel lässt mich nicht. Da können wir nur wieder nach unten, da waren wir ja schon. Ging es hier nach oben? Nein. Na gut, dann gehen wir hier mal nach unten. Also wir haben Blaubeeren gefunden. Wo hat sich Malcolm mit dieser Glaskugel dahin verdünnisiert? So, hier können wir mal nach oben. Unten waren wir da, glaube ich, schon. Oh!
Ich dachte, es riecht hier verbrannt. Oh, das ist heiß. Mist, jetzt haben wir unsere Kälterolle nicht dabei. Finde ich unser Zuhause wieder? Ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei. Wir kamen eher von oben. Egal, wir behalten das mal im Hinterkopf. Da würde ich gerne unsere Kälterolle benutzen. Nach oben können wir hier nicht, nach links auch nicht. Na gut, wir müssen sowieso wieder zurück. Das war der brennende Baum. Ich wollte zuerst die Kälterolle mitnehmen. Aber dann habt ihr gesagt, was willst du denn damit? Siehst du? Jetzt haben wir es gesehen. Hättet ihr auf den Let's Player gehört, hätten wir jetzt eine Kälterolle dabei gehabt. Aber nein. Oh Mann. I'm so lost. Super, jetzt sind wir wieder am Baum. Dann gehen wir nach unten und mehr rechts. Und hoffen. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas anderes. Ich werde den brennenden Dornbusch nie wiederfinden, aber egal. Was, hier können wir nicht nach unten nehmen? Wir können doch in den Optionen auch die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Machen wir mal schnell. Wenn er jetzt läuft wie Speedy Gonzales, dann passt das nicht mehr. Wir schauen mal. Hier, immerhin. Immerhin. Doch hier kamen wir irgendwie her. Hier kamen wir irgendwie her. Jetzt müsste dann nochmal so eine Pfütze kommen. Sag ich doch. Wir finden den. Genau, hier ist die Tür. Chaka, mit der wir noch nichts gemacht haben. Ja, wir sind fast zu Hause. So. Sweet Home. Heizantia, so, die Rolle würde ich gerne mitnehmen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Können wir mal auch die zweite Flasche mitnehmen. So. Und wieder Abmarsch. So, jetzt gehen wir wieder der Nase nach. Ich werde jetzt nicht direkt versuchen, wieder diesen brennenden Dornbusch zu finden, sondern wir laufen jetzt einfach mal noch in eine andere Richtung weiter. Wir sind ja nach unten gelaufen. Wir laufen mal nach links weiter. Vielleicht finden wir dort auch noch Dinge. Und den brennenden Busch werden wir mit Sicherheit durch Zufall auch irgendwo wiederfinden. Ich bin da relativ zuversichtlich. So, Felswand. Da geht's nach unten. Ja, jetzt sind wir wieder bei den zwei Pfützen. Wir sind doch wieder auf den Spuren des Dornbusches. Na gut. Hoffentlich funktioniert das dann. Da haben wir schon mal eine ganze Lava-Fluss eingefroren damit. Dann soll so ein bisschen Feuer da ja theoretisch auch kein Problem sein. So, da waren die Bären. Dann war der Busch. Moment mal, ging es bei den Bären hoch? Nee, ne? Nee, bei den Bären geht's nicht hoch. Oh mein Gott, da geht's nicht hoch. Dann gehen wir wieder runter. Nach rechts. Ich glaube, die Bären, das war auch relativ weit oben.
Hier geht's gerade nicht hoch. Es geht nicht zu meinen ausgiebigen Waldspaziergängen. Ha! Wir haben dich. So, jetzt benutzt mal bitte die Rolle mit dem da. Aua, das ist heiß. Dann mit dir. Versuchen wir das einmal. Okay. Dann mach mal. Ha, da ist das Ding. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Ich habe die Flammen ausgelöscht. Hm, hast fein gemacht. So, dann nehmen wir mal bitte das Ding damit. Ha, glaubt ihr, ich bin dämlich? Nein, du bist ein Mann. Keine Dame. Na, jetzt habe ich die Kristallkugel. Sehr schön. Dann suchen wir jetzt wieder den Brunnen. Da hoch ging es ja nicht. Dann können wir den Brunnen. Genau, hier sind die zwei Pfützen. Dann sind wir fast zu Hause. Dann können wir den Brunnen reparieren. Wenn Malcolm nicht mittlerweile so ein anderes Kugeldings da geklaut hat. Früher im Kino gab es doch immer solche Kugellampen an den einzelnen Plätzen, so in den ganz alten Kinos. So richtig oldschool. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. War schon immer leicht hässlich. So, jetzt packt das Ding mal darauf. So, der verzauberte Brunnen. Perfekt, jetzt geht der Spaß los. Genau. Kannst du das da... Ah ja, magisches Wasser. Dann machen wir bitte da mal noch voll. Kannst du das magische Wasser auch so trinken? Au, oh, das brennt. Wir haben einen Heilzauber, wenn's... Hoppla, ein Edelstein auf meinem Amulett ist auf einmal blau. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mach mal bitte wieder voll. Dankeschön. Das war eigenartig. Was hat das gebracht? Sonst hat er immer irgendwie was gesagt. Er hat eine blau leuchtende Hand gehabt. Na gut, dann gehen wir mal zu Zandia zurück und sagen ihr, wir haben magisches Wasser. Wir haben sogar zwei Flaschen mitgebracht. Wir sind mit Sicherheit total stolz auf uns. So, hi Zandia. Wir haben Wasser. Wir brauchen das magische Wasser, Brandon. Hast du es mitgebracht? Eigentlich schon. Jetzt ist da nochmal eine leere Flasche. Danke, Brandon. Du bist ein Prinz. Genauer gesagt, der Prinz. Nicht mein Prinz oder so, das wäre romantisch. Deine Eltern waren König William und Königin Katharina. Wusstest du, dass Malcolm sie umgebracht hat und den Kyragemen gestohlen hat? Wir hatten ihn im Schloss gefangen gehalten, aber er ist ausgebrochen. Dieser alte Hofnarr, wenn ich den Stein heilen kann, ich mir dann rächen? Wird es er mir Macht geben? Das Heilen wird schwer sein. Die Gewänder sind bestimmt verloren gegangen. Malcolm trägt wahrscheinlich die Krone. Du wirst Glück brauchen, wenn nicht noch mehr. Seid ihr Mystiker machtlos? Könnt ihr ihn nicht den Kyragen heilen? Nur du kannst es jetzt noch tun. Jemand mit königlichem Blut muss die Aufgabe lösen. Was soll ich tun? Lass uns einen Zaubertrank mixen. Geh und hol ein paar Blaubeeren. Haben wir. Du brauchst allen Gehorsam. Diese Blaubeeren sind nicht frisch gepflückt. Spiel. Ich brauche frische Blaubeeren. Oh. Muss ich jetzt wirklich den kürzesten Weg gehen? Wären die schlechter, so wie die Leuchtbeeren? Eigentlich nicht. Wo ist denn dein Problem, Zandia? Willst du
den ich vielleicht doch haben? Bist eine Zicke. Gehen wir halt wieder. Gut. Wir gehen wieder Blaubeeren suchen. Und versuchen dann ohne Umwege irgendwie wieder zurückzukommen. Mann, ist der Brunnen hübsch. Ah, warte mal kurz. Wir machen noch mal eine Flasche voll. So. Zumindest das Wasser scheint nicht abgestanden zu werden. Und dann wieder durch den Wald. Nee, da ging es nicht hoch. Da geht's nicht links. Das ist verstörend. Dann gehen wir nach unten. Ja, jetzt sind wir wieder bei den zwei Pfützen. Ich muss mir mal einen kurzen Rückweg merken. Waren hier die Bären? Nee. Da Bären. Auch nicht Bären. Wir müssen nicht den optimalen Weg finden. Da sind die Bären. Das kann ja was werden. So, sehen die jetzt wirklich anders aus? Nee, die sehen doch immer noch gleich aus. Und das sind beides Heidelbeeren. Na gut, egal. Sie ist die Chefin, wir sind der Botenjunge. So, jetzt versuchen wir irgendwie Bronto wieder zurückzukommen. Und auf jeden Fall eine ganze Weile nach rechts und dann irgendwann so ein Stück nach oben. Frischer geht dann echt nicht mehr. Ich glaube, hier müssen wir noch nach unten. Genau, jetzt sind wir bei den Pfützen. Ne, Pfütze 2. Wir sind fast zu Hause. So, dann ist hier genau die Haustür. Dann ist da oben der Brunnen. Und wehe, sie hat jetzt wieder irgendwas zu mäkeln. Die sehen immer noch gleich aus. Im nächsten Leben werde ich auch eine Diva. Sag ich euch. Xanthia. Ist jetzt ein Witz, oder? Wir sind da und sie ist weg. Und da ist irgendwie eine Beule. Xanthia, wir hätten frische Blaubeeren und wenn du jetzt nicht bald auftauchst, sind sie wieder alt. Es riecht wie eine seltsame Mischung aus Kräutern und Gewürzen. Aber das war doch ihre Wäsche, oder? Egal. So, was ist damit? Was ist das? Ein Keller? Schau mal bitte. Geht das auch wieder auf? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Hallo? Xanthia? Kommen wir da auch wieder zurück? Das weiß man noch nicht. Woher soll ich wissen, was zu tun ist? Ich weiß es auch nicht. Hier sieht es auf jeden Fall anders aus. Können wir hier wieder zurück? Ja, können wir. Okay. Alles klar, haben wir getestet. So, da das Ding ja vorher ordentlich da lag, ist sie da irgendwie durchgehuscht und bis wir sie sehen, sind die Blaubeeren komplett verrottet.
Okay, wir können nach oben, wir können nach unten, nicht rechts, aber... Ja gut, dann gehen wir uns erstmal nach unten. Ich könnte schwören, dass diese Bäume genauso aussehen wie in unserem Hinterhof. Ja, manches wiederholt sich hier, das ist korrekt. Nach links können wir nicht. Also jetzt war es definitiv dasselbe Bild. Das ist ein bisschen strange. Aber okay. Wir gehen spazieren. Hier können wir nochmal nach unten. Soll das jetzt ein endloser Wald sein, der rein zufälligerweise dunkler Wald heißt? Wo ist Santia? Aber jetzt ist auch klar, warum sie an den Bären gemäkelt hat. Weil ja jetzt dann quasi sie weg sein sollte. Das Spiel legt schon ein bisschen Wert darauf, dass nicht, ja, dass Dinge halt irgendwo Sinn machen. Also man geht nicht kurz vor die Tür und kommt zurück und sie ist weg, sondern man muss halt schon eine Ecke laufen, um dann festzustellen, dass sie weg ist. Das macht dann halt so rein logisch mehr Sinn. Auch wenn sich die Bären einfach nicht verändern. Und ich gerade nicht so das Gefühl habe, dass wir irgendwie vorankommen. Es fühlt sich eher nach bewusst endlosem Wald an und man muss eine bestimmte Kombination an Wegen laufen, dass man irgendwo ankommt. Aber ich weiß keine Kombination an Wegen. Wir laufen dahin, wo die Nase zeigt und wo es geht. Gibt's hier nichts? Ah, ein hübscher Strand. Sehr schön. Erinnert so ein bisschen an Monkey Island. So, was hat mit euch auf sich? Pures Gold. Hier ist aber jemand reich. Kannst du dich darauf stellen? Sieht dekorativ aus, bringt aber scheinbar nichts. Das ist exotisch. Wir haben was gefunden? Eine Orchidee. Wir haben zwei Bären, wir nehmen zwei Orchideen. Ja gut, wir haben jetzt idyllische Orchideen und zwei goldene Pegasus. Da geht's nicht lang, hier geht's nicht lang und nach oben geht's natürlich auch nicht. Na gut, immerhin haben wir Orchideen gefunden. Santi hätte die Orchideen aber nicht verdient, wenn wir sie finden. Soll da bleiben, wo wir sie finden? Oh, nochmal. Gibt's hier irgendwas? Ich verhungere fast. Ich hatte keinen Mittag. Da kann ich nachfühlen, aber ich hatte erst Frühstück. Ist das jetzt wieder eine generische Küste oder gibt's hier irgendwas? Das weiß man noch nicht. So, wir können nach rechts. Links. Dann gehen wir nach links. Ja gut, dann ist das neue Küstendesign. Dann bleiben wir mal an der Küste. Und finden eine neue Klippe. Sagt nichts zur Aussicht. Dann gehen wir weiter. Und sind wieder mitten im Wald. Ja, da geht's wieder nach Hause. Was da sieht... Ne, halt, stopp, da wollte ich nicht hin. Das sieht irgendwie... nicht so idyllisch aus. Ah, ich habe was gefunden. Oh, jemand hat das hier in den Stumpf versteckt. Was ist das? Ein Regenbogenstein. Ich wette, es ist sonst nichts weiter drin. Okay, das haben wir angeklickt. Gibt's sonst noch was zum Klicken? Wo soll die Dame jetzt sein? Also wir haben ja...
Ah, ich hätte mal unsere Magie noch verwenden können bei den Pferdchen am Strand. Er stand so schön dekorativ in der Mitte. Und wir wissen noch nicht, was das tut. Na gut, ich schicke euch in die Pause. Ich gehe nochmal den Strand suchen. Bis gleich.